Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hin dran und wir fahren fort mit Let's Play The Legend of Spyro. The New. Eternal Night, nicht The New Beginning. Beim letzten Mal, die Flasche sind schon ein bisschen... Aua. Sind wir ein bisschen weitergekommen. Die ganzen Spinnen fratzen die Affen, was uns natürlich ungemein weiterhilft. Aber sie wollen auch uns fratzen, was uns nicht so weiterhilft. Und ich habe jetzt schnell offscreen geguckt. Wir haben tatsächlich bisher... Alter, lass mich hier raus. Lass mich hier raus, ich bin ein Drache. Ah, da hinten die Artillerie denkt sich so, ich bin richtig lustig. Aua. Was ist mit der Luftimmunität passiert? Autsch. Egal. Ich habe das Ding erwischt. So. Gut. Es wäre nicht so schlimm, würden wir dadurch nicht Gesundheit verlieren. Okay. Ah, wir kriegen das hin. Oh, wir kriegen das sowas von hin. Ach, geht doch. War ein bisschen knapp, aber geht doch. Her mit den Edelsteinen. Eine alte... Oh Gott, nicht so ein Typ. So... Die so. Aua. Oh nein. Ja, manchmal ist es ein bisschen. Auch den ganzen Teil. Ach komm, da war das letzte Spiel netter. Ich kann das ja nicht mal überspringen. Ja, gut. Ja, Leute, wir müssen uns das jetzt nochmal angucken. Ich kann da leider nichts machen. Ja, lassen wir uns von den Spinnen halt ein bisschen weniger treffen. Fallen hier nicht runter und gut ist. Aua. Seine Spinne. Nein, ich wollte Eder machen. So. Können wir nochmal schön aufladen. So. Jetzt lasst das mal bleiben. Mein Gott. Und so sind wir mit voller Gesundheit drüber gekommen. Manchmal muss ein Drache halt aus seinen Fehlern lernen. Gut. Ich hätte echt gedacht, dass hier irgendwie Checkpoint ist, weil wieder so eine Cutscene. Aber scheinbar ist dem nicht der Fall. Wir sind dann trotzdem ein bisschen schneller. Na komm, deine Schnecke ist vielleicht mächtig, aber... Und diesmal wurde ich nicht getroffen. Ja gut, die Hitbox denkt sich auch irgendwie... Mal so, mal so. Mal seht ihr mich, mal sehe ich euch. Oh. Eine Kugel. Ah, das Kugelrollsystem ist das gleiche wie beim letzten Spiel. So. Ja gut, dann gönnen wir uns das Froschgras hier mal. Warum nicht?
Ich meine, Krötenkraut ist ja kein Froschgras mehr. Huch. Eins, zwei, drei, vier. Das war schon zu viel des Guten für dieses Froschgras. So. Komm. Auch du hast Ahnenkristalle, die ich gerne hätte. Oder? Kein einziger dabei. Ja gut, dann halt nicht. So, also erstes Gebiet, hier haben wir schon mal nicht verpasst. Das ist doch gut. Haben wir das eine Krötenkraut einfach durchs Überrollen zerstört? Haben wir. Nice. Wo ist jetzt aber die Kugel hin? Da ist die Kugel. So. Und. Bonk. Ja, ein schönes Drachendesign. Wunderbar. So, ja, auch die Drachen hatten Kriegsgeräte, aber Cinder war zu mächtig. So. Na gut, Cinder, dann können wir dazu mit den schier endlosen Massen an Affen. Kann ich gut verstehen, warum das nicht ganz so gut lief. Ah, wir sind fast da. Denke ich. Vielleicht, womöglich. Auf jeden Fall scheint sich ein Sturm zusammenzubrauen. Oh. Bonk. Ja, ja, du da unten. Auch du wirst drankommen, keine Angst. Tschüss. So. Kann ich den nicht einfach runterjieten? Tschüss. Ich hoffe einfach nur, dass ich den Kram bekomme. Klar, das macht es natürlich einfacher, aber ich will ja die Ahnenkristalle. Ich will meine Fähigkeiten leveln. Habe ich jetzt alle bekommen? Ahnenkristalle? Nein, tatsächlich nicht. Komme ich jetzt von hier überhaupt wieder weg? Ja, tue ich. Gut, den da schmeißen wir nicht runter. Da uns die wunderbaren Kristallchen hier nicht hinterherfliegen, oder? Nee. Okay, Lektion gelernt, I guess. So. Eine Luftkombo ist tatsächlich genug für die Typen. Ja, ich glaube, wir sollten bald da sein. So. Wir sind auch schon voll. Alles Paletti. Lasset uns weitergehen. Schön. Das macht Spaß. Ein bisschen in der Kindheit zu schwelgen. An der Stelle hing ich früher so oft. Ich weiß auch nicht warum. Die war irgendwie schier unmöglich. Aber ich glaube, jetzt kommt das große Gekatzine.
Ignitus! Komm hierher, junger Drache. Wir brauchen deine Hilfe. Drachen! Ignitus ist zwar alt, aber er hat es immer noch drauf. Ja, rein theoretisch haben wir auch einen Schwall, den wir benutzen könnten. Aber für die paar Affen hier lohnt sich das fast nicht. Boah, sieht das schön aus. Naja, lokale Charo ist fasziniert von Emulation. More news at... Jetzt kommt Zeit von denen. Mehr Neuigkeiten um 11. Ja, ich habe zwar... Ist das der letzte? Ach, guck mal, die Reiter auf den Viechern sind jetzt auch ein bisschen... Den da musst du allein erledigen, Kumpel. Den da? Der ist doch auch nicht anders als der letzte. Oder der davor. Gleich bist du tot! Hä? Er sagte sowas wie, gleich bist du tot. Entweder das oder gleich wirst du rot. Ja. Nein. Ja. Oh, das ist Meuchler. Drück und halte Quadrat gedrückt, um mit Spyros Distanzfeuerball auf fliegende Gegner zu schießen. Je länger du die Taste gedrückt hältst, desto weiter fliegt er. Ich habe ihn mal zur Abwechslung getroffen. Na, wo ist er denn, der Typ? Aua. Das ist schwieriger, als es aussieht. Na komm, ich krieg den doch kaputt, bevor der mich kaputt macht. Oder auch nicht. Bonk. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, wir müssen uns das alles nochmal angucken. So cool ich Ignitus finde, aber... Den da musst du allein erledigen, Kumpel. Ja, ist okay. Den da? Der ist doch auch nicht anders als der letzte. Oder der davor. Na, guck mal. Die sind jetzt ein bisschen smarter. Der fliegt da. Und der lässt sich auf keinen Bodenkampf mit mir ein. Ja. Nein. Ja. So, komm. Feigling. Es hat aber auch eine ziemliche Range, was er da auf uns schießt. Aua. Haben wir ihn? Ja, wir haben ihn. Gott sei Dank. Ich nehme an, du sagtest, du freust dich, uns kennengelernt zu haben und adieu. In diesem Fall vielen Dank. Geht es euch allen gut? Wo ist Zinder? Siehst du was, Ignitus? Nein. Ich kann nicht sehen, wo Zinder ist. Nur Dunkelheit. Moment mal, Zinder. Dunkelheit. Ist das nicht dasselbe? Was ist denn das? Irgendwas wird jetzt deutlicher. Wie seltsam. Ich sehe dich am Fuße eines großen Baumes. In einem See aus Nebel und Düsternis. Ein Baum? Ich habe diesen Baum gesehen. In meinen Träumen. Obwohl es eigentlich eher Albträume sind. Junger Drache, du birgst viele Geheimnisse. Was genau siehst du in diesen Träumen?
Tut mir leid, Ignitus. Ich dachte, das würde aufhören. Aber es wird immer schlimmer. Beruhige dich, Spyro. Denk nach. Ich sehe immer wieder einen Berg, der im Schatten liegt. Ein steinernes Gesicht unter zwei Monden. Und dunkel. Der Berg Malefor. Mann, bin ich der Einzige, der das total abgedreht findet? Ich hatte noch einen Traum. Oder eher einen Blick auf Vergangenheit und Zukunft in einem. Da war eine Stimme, die sich der Historiker nannte. Und dann sah ich diesen Baum. Unmöglich. Ja, wirklich. Da bestürmt es nicht einmal. Der Historiker? Was? Bestärke ihn nicht noch. Ich glaube es ja auch nicht. Ich habe diesen Namen ewig nicht mehr gehört. Und auch niemand anders. Aber woher sollte Spyro ihn kennen? Das ist faszinierend. Wer ist der Historiker? Der Historiker ist ein uralter Drache von unermesslicher Weisheit. Aber ich kenne nur Geschichten über ihn. Und ich zweifelte an der Richtigkeit dieser Legenden. Aber jetzt bin ich etwas verwirrt. Wie wir alle. Falls das alles stimmt, ist es sehr beunruhigend, dass das Auftauchen des Historikers mit einem Angriff auf den Tempel zusammenfällt. Ganz zu schweigen von den Visionen, die Spyro hat. Ja, ganz recht. Geschichten über den Historiker sind mit Geschichten des Untergangs verwoben. Ui, toll. Und ich hatte schon Angst, wir müssten heute ohne Schauermärchen auskommen. Es war nur eine Frage der Zeit, Ignitus. Wir alle spürten es. Großes Unheil zieht am Horizont auf. Vielleicht. Aber wir sollten nicht voreilig sein. Dieser Abend hat uns viele unerklärliche Dinge gebracht. Wir haben nicht mehr viel Zeit, Ignitus. Die Himmelsmonde sind schon fast ganz verschwunden. Das steht fest. Wir müssen uns auf das Schlimmste vorbereiten. In Bälde kommt die Nacht der ewigen Dunkelheit. Wenn in Bälde bald bedeutet, kratze ich die Kurve. Deine Instinkte trügen dich nicht. Wir sind hier nicht mehr sicher. Dieser Angriff ist nur der erste von vielen. Die Armeen des Affenkönigs wissen von Spyros Existenz und werden nicht ruhen, bis sie Zeuge seines Untergangs werden. Untergang? Ich möchte nicht du sein. Was? Mach doch nicht so ein Gesicht. Ich fürchte, Terrador hat recht. So unsicher wie die Lage ist, darf niemand untätig bleiben und zusehen, wie unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Genau, wir brauchen ein gutes Versteck. Voltier, du gehst mit Cyril aufs Festland und bringst so viel wie möglich in Erfahrung. Terrador, du eilst zum Schüttertal und warnst die Bewohner, dass sich Dunkelheit über Malefor senken wird. Ich bleibe hier und suche Cinder. Es ist sehr gefährlich für einen Drachen draußen herumzuwandern. Mögen unsere Vorfahren über uns wachen in diesen finsteren Zeiten. Was soll ich tun, Ignitus? Junger Drache, du musst einen anderen Weg nehmen und den Baum aus deinem Traum aufsuchen. Wenn die Geschichten des Historikers wahr sind, gibt es noch Hoffnung für uns. Und ich glaube, ich weiß, wo wir beginnen. Am Ende des Silberflusses gibt es einen alten Hain mitten im Wald. Es ist ein verborgener Ort, unberührt von der Zivilisation. Das Wasser ist dort ebenso vergiftet wie die Kreaturen, die sich daran laben. Aber du solltest nicht auf ernste Gefahren stoßen. Vertraue deinen Instinkten. Ich warte hier im Tempel auf dich, wenn du deine Aufgabe vollbracht hast. Oh, eine neue Aufgabe wartet auf uns und mal schauen, ob Ignitus Cinder wirklich wiederfinden wird. Sie will ja nicht mal gefunden werden. Ach, der arme Ignitus, da kann einem wirklich leid tun. Oh, klar, toll.
Er schickt uns immer zu den schönsten Orten. Na komm, Sparks, so schlimm ist es doch nicht. Na sicher, wenn man all die fiesen Bestien und Unheilsvisionen und ewige Dunkelheit ignoriert. Was sich übrigens so nett anhört. Oh, und die Tatsache, dass wir jetzt durch einen unheimlichen magischen Wald geistern, um einen blöden Baum zu suchen. Was soll daran nicht schön sein? Du bist mir überdreht, los geht's. Ich mag Spyros Einstellungen zu allen. So, das ist jetzt natürlich auch der perfekte Ort, um die Episode für heute zu beenden. Es ist jetzt einiges in den Cutscenes passiert. Es ist einiges gesagt worden. Und ein Milbe. Ah, Kumpels. Hallo? Kumpel? Ich krieg das Ding nicht von mir runter. Ja gut, das werden wir beim nächsten Mal irgendwie uns angucken. Fragezeichen. Naja, auf jeden Fall. Ich danke euch immer fürs Zugucken und bis dahin haltet die Ohren steif. Ciao.